London, 23. März 1918. Der chinesische Zauberer Chung Ling Su führt seine berühmte Kugelfang-Illusion vor. Ein Assistent soll eine Waffe auf ihn richten und abdrücken. Die Kugel würde Su im richtigen Moment abfangen, bevor sie ihn verletzen kann. Doch heute soll diese Illusion anders ausgehen. Die Kugel trifft ihn. Der mysteriöse Mann aus China, der kein Wort Englisch sprach und immer mit einem Übersetzer zusammen auftrat, er geht zu Boden und sagt plötzlich in perfektem Englisch: Oh Gott, da ist was schiefgelaufen! Schnell, Vorhang runter! Lower the curtain! Hä? Ja, ihr habt richtig gehört. Dies ist die Geschichte von einem der erfolgreichsten Magier des letzten Jahrhunderts, der sein ganzes Leben fakte. Ein Amerikaner, der sein Leben lang so tat, als wäre er Chinese, der seinen gesamten Act von einem tatsächlichen chinesischen Magier klaute und es irgendwie fast 2 Jahrzehnte lang durchgezogen hatte. Und wenn das nicht schon beeindruckend genug war, überzeugte er zu einem Zeitpunkt die Öffentlichkeit davon, dass der eigentliche Chinese der Hochstapler wäre und er das Original. Was dazu führte, dass der eigentliche chinesische Magier, Ching Ling Fu, aus den Geschichtsbüchern gefühlt verschwand. Was zur Hölle? Dies ist die wahre Geschichte eines Mannes, der so viele Legenden und Verschwörungstheorien um sich versammelte, dass er sogar in Christopher Nolans Film The Prestige als Mysterium aus China dargestellt wurde. Chung Ling Su. Dies ist die Geschichte von Chung Ling Su oder, wie seine Eltern ihn nannten, William Ellsworth Robinson. April 1861. Ein aus Schottland nach New York ausgewandertes Pärchen erwartet ein Kind. Der Papa, James Campbell Robinson, ist selbst Zauberkünstler, Bauchredner und Hypnotiseur. Die Mama heißt Sarah Robinson und vollbringt gerade ein Wunder. Sie bringt den kleinen William zur Welt. William wächst auf, umgeben von den Zaubertricks seines Papas und entwickelt selbst eine Leidenschaft für die Magie. Mit 14 Jahren begann er selbst auf der Bühne zu zaubern, mit dem großen Ziel vor Augen, der Traum, irgendwann als Headliner in den berühmten amerikanischen Vaudeville-Varieté-Theatern aufzutreten. Jedoch wurde seine Bühnenpräsenz häufig kritisiert, weil ihm das gewisse Etwas eines erfahrenen Magiers fehlt. Robinson versuchte dies zu kompensieren, indem er sich als Robinson, der Mann des Mysteriums, bezeichnete. Ihm fehlte aber jegliches Charisma und Charme. Frustriert beschloss er, wie später in seinem Leben üblich, einfach den gesamten Act eines besseren Magiers zu stehlen. In dem Fall den Act des in Deutschland geborenen Magiers Max Autzinger. Autzinger, in Deutschland und in ganz Europa berühmt, trat regelmäßig unter dem Künstlernamen Ben Ali Bay auf und spielte dabei die Rolle eines asiatischen Okkultisten und Meister der schwarzen Künste. Heißt, er gewann eine gewisse Mystik auf der Bühne, ohne dafür sprechen zu müssen. Also eine coole Möglichkeit, interessant zu wirken, ohne wirklich Charisma haben zu müssen. Ein Real-Life-Cheatcode sozusagen. Robinson nahm also den in Europa bekannten Ben Ali Bay und begann 1887, sich als, Achtung, Ahmed Ben Ali zu vermarkten. Sehr kreativ. Und kopierte einfach den größtenteils stillen Act. Als wäre das nicht schon frech genug, klaute er sogar das große Finale, die große Hauptillusion des deutschen Magiers, das Erscheinen von Gegenständen aus dem Nichts. Dafür nutzten beide Black Art. Also er stand auf einer sehr dunklen und schlecht beleuchteten Bühne, war komplett weiß gekleidet, während ein Assistent, der in dunklen Stoff gehüllt war, verschiedene Gegenstände aus seinen Taschen zog und herumwedelte, sodass es fürs Publikum so aussah, als würden die ganzen Gegenstände erscheinen und fliegen. Und weil das Original von Max Autzinger vor allem in Europa, aber nicht in den USA bekannt war, kam er damit durch, jahrelang. In den nächsten Jahren stilisierte sich Robinson weiterhin als ausländischer Illusionist und arbeitete für bekannte Magier wie Harry Keller und Alexander Herrmann, zu der Zeit absolute Weltgrößen. Während er bei Keller studierte, passierte dann Folgendes. Du machst die ganze Zeit so auf ägyptischer Mystiker, aber das ist lange nicht so beeindruckend wie indische Fakire, die Seile zum Tanzen bringen und auf ihren Gehstäben balancieren. Und schwuppsdiwupps änderte Robinson seine ganze Identität und seine Ethnie um, nannte sich jetzt Nana Sahib, der ostindische Nekromant, und malte seine Haut dunkel an, um wie ein Inder auszusehen. Das kannst du heute nicht mehr bringen.
Vor allem diese ganze Arbeit, die er da reinsteckt, diese ganzen Rollen zu spielen, da hätte er auch einfach an seinem Charisma arbeiten können, oder? Ja, vielleicht hilft ihm das so, in diese Rollen zu schlüpfen, dass er so der Bühnenkünstler wird, was weiß ich schon. Dann studierte er, wie gesagt, bei Alexander Herrmann, welcher wiederum sagte, ich finde indische Fakire nicht ansatzweise so krass wie die osmanischen Zauberkünstler von Konstantinopel. Und wieder änderte Robinson wie ein Fähnchen im Wind seine ganze Identität. Aus Nana Sahib wurde jetzt Abdul Khan. Der Eck blieb aber gleich, nur die Herkunft seines Charakters, die Kleidung und der Akzent änderte sich, mit dem er ab und zu in gebrochenem Englisch seinen Assistenten auf der Bühne Anweisungen gab. Aber trotz all dem stand Robinson immer noch im Schatten der Hauptacts, für die er zaubern durfte, und war immer noch kein Headliner. Das alles änderte sich aber, als er Ching Ling Fu traf. Ein Meistermagier, der persönliche Illusionist der Kaiserin von China war, bevor er die Welt bereiste. Ching Ling Fu! Bürgerlicher Name Chu Liang Kui. Ich kann kein Chinesisch und habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ihm sollen alle chinesischen Frauen zu Füßen gelegen haben. Er hat in Palästen für die Reichsten der Reichen gezaubert und in ihren fetten Luxusbetten geschlafen. Die Legende besagt, dass diese Betten so dermaßen entspannt waren, weil sie Emma-Matratzen hatten. Die Emma Elite Airgrid-Matratze zum Beispiel besteht aus 7 Schichten spezieller Materialien, die ein mega angenehmes Schlafklima erzeugen und sich ergonomisch an alle Schlafpositionen anpassen. Egal, ob ihr Rücken-, Seiten- oder Bauchschläfer seid. Und diese Baba-Matratze kriegt man aktuell dank der Emma Family Days für den halben Preis! Ihr habt richtig gehört, bis zu 50% Rabatt auf alle möglichen Matratzen, Kissen und andere Artikel im Emma-Store. Und on top mit meinem Code MATHIASSLEEPS nochmal zusätzlich 5% Rabatt. Das Coole an Emma-Matratzen ist, ihr könnt sie 100 Nächte lang Probe schlafen und auch dann immer noch entscheiden, will ich sie wirklich haben oder nicht. Sie werden euch kostenlos geliefert und ihr könnt sie kostenlos zurückschicken, sollte irgendwas sein. Das dürfte aber, denke ich mal, nicht der Fall sein. Meine Matratze und Kissen kamen super schnell an, haben mega Qualität. Ich schlafe super gut dank Emma, wenn ich mal Schlaf bekomme und das Baby nicht wieder weint. Aber wenn ihr mir nicht glaubt, dann guckt euch Ching Ling Fu an. Sieht der nicht übertrieben ausgeschlafen aus? Gut, vielleicht habe ich etwas übertrieben und Ende des 19. Jahrhunderts gab es Emma-Matratzen noch nicht. Aber er hätte sie gefeiert. Alle Links und weiteren Infos findet ihr wie immer ganz oben in der Videobeschreibung. Dankeschön an Emma fürs Sponsoren dieses Videos. Kuss. Auf jeden Fall bereiste Ching Ling Fu nach seinem Mega-Erfolg in China 1898 erstmals die USA. Hier schloss er mit der gesamten amerikanischen Zaubergemeinschaft eine Wette ab. Keiner von euch, keiner, kann meine berühmteste Illusion nachahmen. Das Wasserbecken, bei welchem ich aus einem Stück Stoff eine riesige Wasserschüssel voll mit Wasser herzaubern kann und manchmal auch einen Goldfisch darin. Dieses Becken verwandle ich dann in einen kleinen Jungen. Wer das nachmachen kann, bekommt von mir $1000. Das werden dank Inflation im Jahr 2024 etwa $31.000 sein. Frag mich nicht, wie ich darauf gerade komme. Das ist genau die Illusion, die auch im Film The Prestige aufgegriffen wurde. Das hatte ich euch ja in meinem vorletzten Video ausführlicher erklärt. Robinson konnte jedenfalls herausfinden, wie man den Trick durchführt, nachdem er Fu's Show mehrmals besucht hatte und wollte dann auf die Wette eingehen. Aus Gründen, die bis heute nicht bekannt sind, weigerte sich Fu jedoch, sich mit Robinson zu treffen oder die Bedingungen der Wette einzuhalten. Was ist eine Kinderkacke? Spuck doch nicht so große Töne rum. So großkotzig, wenn du dann dein Wort nicht hältst, oder? Doch nicht nur Fu veranstaltete so einen Kindergarten. Im Jahr 1900, also 2 Jahre später, sah Robinson seine Chance, sich zu rächen. Nachtragend? Nö. Ein Theater in Frankreich suchte eine Show, die wie die von Ching Ling Fu war, nur halt billiger. Da Robinson ja bereits mit Fu's Routinen vertraut war, weil er sie ja genau studiert hatte für die Wette und wie wir vorhin schon gehört hatten, er auch kein Problem damit hatte, andere Magier einfach zu beklauen, zu lügen, andere Rollen und Nationalitäten anzunehmen und sich so durchs Leben zu mogeln, nahm er den Job an und reiste nach Frankreich. Dort kaufte er alte chinesische Gewänder, geschmierte seine Haut mit Tierfett, damit er chinesischer aussah und schnitt sich so diese typische zu der Zeit Klischee-Chinesen-Frisur. Um die Menschen wirklich von seiner Authentizität zu überzeugen, hörte Robinson auch auf, öffentlich zu sprechen. Tat so, als könnte er kein Englisch und lief immer mit einem Dolmetscher herum, dem er dann auf Chinesisch was ins Ohr flüsterte und dieser dann übersetzte. Er sagt, hallo, ich bin ein Chinese. Die Show in Frankreich lief so gut, dass er nach London eingeladen wurde, als Headliner aufzutreten. Sein großer Traum, endlich. Er nahm den Namen Ching Ling Fu von seinem großen Rivalen, machte daraus Chung Ling Su und spielte 1:1 die Show von Ching Ling Fu. Er klaute jeden Trick.
und wurde damit ein Mega-Erfolg. Zum Höhepunkt seiner Karriere war er einer der bestbezahlten Magier des Jahrhunderts. Mit einem 1:1 geklauten Act. Wenn man ein wenig recherchiert, findet man relativ schnell heraus, dass so ziemlich alle anderen Zauberkollegen zu der Zeit von seinem Geheimnis wussten. Aber so als geschlossener Bund, bei dem es ja auch darum ging, Geheimnisse zu wahren und so. Früher war das ja noch viel krasser. Das war so, ja, wie so eine Loge. Der magische Zirkel und die Freimaurer, die waren so eng close so. Deswegen war niemand gewillt, das publik zu machen, aber es war so ein offenes Geheimnis unter Zauberern. Seltsam, wa? Man findet aus dem Jahr 1902 einen Artikel im Magazine Magic, wo halt offen geschrieben wird, dass es ein geklauter Act ist, aber die haben halt nur Zauberer gelesen. 4 Jahre lang trat Robinson als Chungling Su in Europa auf, ohne irgendwelche Zwischenfälle, ohne dass er gebastelt wurde. Bis 1904 der originale Chungling Fu nach London kam, weil er da seine Show spielen wollte. Dies sorgte unter den Londonern natürlich für Aufsehen, weil es völlig verständlicherweise jetzt Verwirrung gab. Hä, wer ist denn wer? Wer ist das Original und wer macht wen hier gerade nach? Hey, wir haben schon ein Chungling Ding Dong. Zwei sind einer zu viert. Ah! Weil ja das Aussehen, die Namen und auch die kompletten Shows 1:1 identisch waren. Und das wurde noch dadurch verschlimmert, dass das Theater, in dem Chungling Su und das Theater, wo Chungling Fu gezaubert haben, nur 30 Meter auseinander. Als Fu jetzt also von seinem Nachahmer erfuhr, war er natürlich verständlicherweise stinksauer. Und weil er die Gelegenheit für eine Gegenrache witterte, ich sag ja Kinderkacke, ermutigte ihn die wöchentliche Zeitung The Weekly Dispatch, Robinson zu einem Duell der Magier herauszufordern. Yep, ich habe es geschafft, Nicolas Cage in dieses Video einzuschleusen. Dass dieser Tag einmal kommen würde, ich bin so stolz. Chungling Fu forderte seinen Rivalen in der Zeitung auf, 10 seiner Tricks im Büro der Zeitung vorzeugen, nachzuahmen. Eine Herausforderung, welcher Robinson zustimmte. Fu war aber so böse über die Nachahmung, dass er noch eine zweite Bedingung stellte, nämlich Robinson soll vor Mitgliedern der chinesischen Gesandtschaft beweisen, dass er wirklich ein Chinese ist. Etwas, was Robinson logischerweise nicht tun konnte. Robinson und die Presse beschlossen, diese zweite Bedingung einfach zu ignorieren, die auch nicht zu drucken und die vor der Öffentlichkeit zu verstecken, was wiederum Fu so sehr ärgerte, dass er aus Protest nicht zu dieser Herausforderung erschienen ist, die er selber ins Leben gerufen hat. Das wiederum konnte Robinson natürlich ausnutzen, um sich als Gewinner dieser Challenge darzustellen, was dann auch freudig von den Medien berichtet wurde. Chungling Fus Ruf war unter den Londonern komplett ruiniert. Hey, das ist der Imposter! Auf ihn! Viele dachten jetzt nämlich, er würde Chungling Su kopieren und nicht andersrum. Und seine zuvor eigentlich international super beliebte Show floppte in London komplett und war nach wenigen Wochen abgesetzt vom Theater. Chungling Sus Nachahmungs-Act hingegen war ultra der Hit und hielt in London jahrelang durch. In den Augen der Medien und der Öffentlichkeit hatte er seine Glaubwürdigkeit als echter Chinese ja bewiesen. Er hat die Challenge ja gewonnen. Und er verbrachte so die nächsten 14 Jahre damit, als Chungling Su aufzutreten. Wobei er immens reich wurde. Chungling Fu währenddessen verschwand nach seinem Streit mit Robinson weitestgehend aus den öffentlichen Aufzeichnungen. Für seine Rolle als Chungling Su entwickelte Robinson über die Jahre eine ganze Backstory mit etlichen Details. Und zwar, sein Vater sei schottischer Abstammung, seine Mutter Chinesin, beide sind aber gestorben, als er noch ein Kind war, und ein chinesischer Zauberer habe ihn dann als Waisenkind aufgenommen und ihn die geheimen Lehren der chinesischen Magie gelehrt. Sowas halt, ne? Bevor wir zu seinem verhängnisvollen letzten Auftritt kommen, noch kurz etwas zu seinem Privatleben. Da war er nämlich genauso ein Hochstapler und Betrüger wie auch auf der Bühne, ein Lügner und Manipulator durch und durch. Passt auf, Freunde. Also, schnallt euch an. Haltet euch fest, okay? Im Februar 1883 heiratete Robinson seine damalige Bühnenassistentin Bessie Smith. 10 Monate nach der Hochzeit wurde er Papa. Aber mit einer anderen Frau, vermutlich ein Dienstmädchen seiner Eltern. Er ist also zum Zeitpunkt seiner Hochzeit frisch verheiratet seiner Frau fremdgegangen. Das Kind aus dieser Affäre nahmen dann seine Eltern auf und zogen ihr Enkelkind so als ihr eigenes Kind auf. Seine Frau Bessie beschloss ihm aber zu verzeihen, vor allem auch deren gemeinsamer Bühnenpräsenz wegen, sie war ja seine Assistentin. Die beiden versuchten es noch einmal, bekamen dann auch selbst einen Sohn, was Robinson dann aber daran hinderte, regelmäßig zu proben und aufzutreten. Er hatte gar keinen Bock auf dieses Familienleben, verließ seine Frau Bessie für eine andere namens Olive Path. Das Ding ist, da er katholisch war, super, und zu der Zeit Scheidungen verpönt waren,
blieb er mit Bessie verheiratet, lebte fortan aber mit Olive zusammen. Er machte auch sie zu seiner Assistentin und die beiden spielten auf der Bühne jahrzehntelang, als wären sie verheiratet. Zu einem Zeitpunkt wollte er sie sogar wirklich standesamtlich heiraten, aber das ging ja nicht, weil er ja noch offiziell verheiratet ist mit Bessie. Mit seiner neuen Flamme Olive blieb er aber den Rest seines Lebens lang zusammen. Und als er zu Chungling Su wurde, wurde aus Olive Path Sui Sen. Sie tat so, als wäre sie seine ebenfalls aus China stammende Frau, die das gleiche Spielchen spielte mit Dolmetscherverkleidung und so weiter. Was Olive Path aber nicht wusste, auch sie hat er betrogen. Er hatte mit nochmal einer ganz anderen Frau namens, Moment, Janet Louise Blatchford eine heimliche Familie mit drei Kindern, hä? Während er mit Bessie verheiratet war, nach außen hin aber so tat, als wäre er mit Olive Path verheiratet. Wisst ihr, wer nach seinem Tod sein Erbe vermacht bekommen hat? Eben diese Janet und seine drei Kinder. Hä? Plot-Twist des Jahrhunderts, echt. Und wie am Anfang erwähnt, erhielt Robinson schließlich eine Art gerechte Strafe für alle seine Betrügereien, Lügereien, Hochstaplerei und so weiter, indem er bei einer Zaubervorführung ums Leben kam. Nach seinem Tod wurde der breiten Öffentlichkeit enthüllt, wie er den Trick in der Vergangenheit ausgeführt hatte, sowie die Tatsache, dass er tatsächlich ein Amerikaner war, was halt alle ultra schockiert hat. Falls es euch interessiert, den Trick führte er folgendermaßen durch. Ein Freiwilliger aus dem Publikum. Du da, markiere diese Kugel bitte. Mach sie einzigartig. Mein Assistent lädt diese Kugel nun in eine Pistole und schießt auf mich. Seht ihr? Genau die markierte Kugel. Und wie hat er das gemacht? Er hat die markierte Kugel palmiert. Sein Assistent hat eine andere Kugel reingeladen in die Waffe, wobei diese Pistole so konzipiert war, dass nicht die Hauptkammer mit der Kugel und dem Pulver darin abgefeuert wurde, sondern eine darunterliegende Zusatzkammer mit einer Platzpatrone da drin. Dadurch wurde sichergestellt, dass die geladene Kugel niemals austreten und ihn verletzen würde. Was Robinson dann aber zum Verhängnis wurde, war sein Geiz. Und das ist wirklich echt so poetisch, Ironie des Schicksals. Nach jeder Aufführung muss die Kugel und die Hauptladung logischerweise entfernt werden als Vorbereitung für die nächste Show, damit der Assistent in der nächsten Show die dann wieder beladen kann. Anstatt die Kugel einfach abzufeuern, wodurch die Hauptkammer ja perfekt geleert wäre, wollte Robinson, der zu dem Zeitpunkt wohlgemerkt schon stinkreich war, Geld sparen und nicht jedes Mal neue Kugeln und neues Pulver kaufen. Stattdessen baute er die Pistole nach jeder Show auseinander und entfernte die Kugel manuell, ließ aber anscheinend immer etwas Pulver zurück. Und dieses Pulver staute sich über die Zeit hinweg so sehr auf, dass am 23. März 1918 genug angesammelt war, sodass beim Abdrücken tatsächlich auch das Hauptgeschoss abgefeuert wurde. Und so kam, was kommen musste. Die Kugel traf ihn. Er sagte seine berühmten letzten Worte: Oh God, something happened, lower the curtain. Also, oh Gott, irgendwas ist passiert. Schnell, lass den Vorhang runter. Und das sagte er überraschenderweise in perfektem, akzentfreiem Englisch, was das Publikum natürlich total schockierte. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, aber er lag am nächsten Tag den Verletzungen. Übrigens, sein Assistent wurde deswegen nicht verklagt oder so, sondern das Ganze wurde ganz genau untersucht. Ein Waffenexperte hat sich damit auseinandergesetzt und es wurde festgestellt, was ich euch gerade erklärt habe, sodass das Ganze als Unfall deklariert wurde und nicht als gezielter Mord oder so. Und diese Geschichte zog natürlich etliche Verschwörungsmythen mit sich. Die gab es auch schon vor dem Internet, Freunde. In manchen Theorien hieß es, das war ein von ihm geplanter Suizid. Dazu gab es wiederum mehrere Untertheorien, warum, wie zum Beispiel, er hätte Schulden gehabt, die er nicht zahlen konnte oder zahlen wollte und wollte es deshalb beenden. Eine seiner drei Frauen, welche auch immer, ging ihm fremd und er hat davon erfahren und wollte das beenden. Wieder andere spekulierten, dass es gar kein Unfall war, sondern ein kaltblütig geplanter Mord. Er hatte ja viele Feinde, viele Leute, denen er die Rollen geklaut hatte über die ganzen Jahre hinweg. Vielleicht Chungling Fu, der sich endgültig rächen wollte. Glaubt mir, ich habe alles erdenklich Mögliche gelesen an Theorien. Die offizielle Version ist, es war ein Unfall. Was denkt ihr darüber? Und nicht nur Chungling Su verlor sein Leben auf der Bühne beim Zaubern, nein, auch diese fünf Kandidaten hatten tragische Auftritte, die sie das Leben kostete. Wenn ihr das Video verpasst haben solltet, schaut es euch auf jeden Fall an. Die eine Story finde ich gerade als Papa mega traurig.